Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gran Turismo 6. Lange ist her und die Online-Folgen gingen ja auch nicht weiter und die Singleplayer-Folgen auch nicht. Aber jetzt sind wir mal wieder am Start, nachdem ein relativ wichtiges Update gekommen ist, beziehungsweise mehrere wichtige Updates für uns ja schon mittlerweile. Das sind erstmal die Neuigkeiten. Community-Bereich wurde hinzugefügt, man kann jetzt Clubs erstellen, dazu später mehr. Außerdem gibt es den Subaru VIZI VGT Vision Gran Turismo im Gran Turismo Auswahlmenü, im Vision Gran Turismo Auswahlmenü, so sind wir richtig. Außerdem wurde Suzuka Circuit 2014 aktualisiert und nachgebaut bis ins kleinste Detail, so wie sie drin steht. Da gucken wir auch mal rein. Und außerdem gibt es ein neues Fahrzeug, das BMW M4 Performance Edition, wie heißt es, Safety Car. Ja, Safety Car ist am Start. Ich habe es mir schon aufgebaut. Gucken wir uns gleich alles an. Dann gibt es noch ein Nissan GT-R Nismo, einfach so geschenkt. Und eine Sierra Zeitrally-Herausforderung. Die müssen wir noch machen. Dann neuer Inhalt im Bereich Zuhause-Menü. Ja, da gibt es jetzt ein paar neue Buttons und Nachrichten. Kann man sich jetzt schicken und so. Außerdem kann das Motec i2 Display, wo Wiederholungsdaten... Achso, Datenanalyse-Software ist das, genau. Und die kann die Replay auswerten und die Daten exportieren. Und da kann man sich wunderbare Telemetriedaten angucken. Außerdem gibt es noch eine Kompatibilität fürs Nissan Connect Nismo Plus. Diese GPS-Visualisierung war ja schon im Toyota GT86 möglich, wenn man denn das Aufpreispaket mit einem echten Toyota gekauft hat. Aber das brauche ich eigentlich gar nicht zu erzählen, weil wer hat das schon, sind wir mal ehrlich. Außerdem gibt es hier nochmal ein paar Verbesserungen und Anpassungen. Position des Fahrzeugmikrofons, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das ist. Wurde zur Kategorie Sound-Lautstärke auf der Sound-Seite im Option. Ist das, wenn Elektroautos einen künstlichen Motorensound haben oder so? Oder vielleicht auch neue BMWs, die kriegen ja auch so einen kleinen Lautsprecher, damit der Diesel zum Beispiel nicht so stark dröhnt. Aber das ist doch hier gar nicht im Spiel mit drin, oder? Naja, Tuning-Anpassungsoptionen wurden für den M4 bla 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 bla. Das gucken wir uns auch alles noch an. Also es sieht viel Text nach viel Text aus, aber im Endeffekt ist es gar nicht so viel. So, erste wichtige Neuerung, wo ihr auch direkt alle mal reinspringen könnt. Wir gehen in die Community. Und dort gibt es jetzt die Möglichkeit, sein eigenes Profil zu erstellen und dann einen Club zu erstellen. Und genau das habe ich gemacht. Wieso das jetzt so lange lädt, weiß nur der Teufel. Wahrscheinlich, weil alle schon hier abgefahren beitreten wollen. Ihr habt schon richtig erraten, Clubs. Und dann kann ich doch... Jawohl, da ist abgefahren. Unser Club, der beste Club der Welt. Das ist das ganze Profil. Die Club-ID seht ihr hier. 1006462. Die einfach mal suchen. Wo das geht im... Warte, das kann ich hier mal eben zeigen. Nach Club suchen kannst du da einfach drücken und dann ein bisschen runtergehen und dann siehst du die ID, die du eingeben musst. Und da gibst du genau 1006462 ein. Kommt alle ran, ist die Neuigkeit und Beschreibung ist natürlich abgefahren. Der beste Club der Welt. Und dann der YouTube-Username. So, da könnt ihr gerne alle reinkommen. Da können wir nämlich Rennen planen. Ihr auch untereinander, ohne dass ich dabei bin oder so. Da könnt ihr alle gegeneinander Rennen fahren, ohne dass ich unbedingt dabei sein muss. Oder vielleicht mache ich auch nur mal eine Kommentatorrunde, dass ihr alles organisiert. Ich fahre aber selber gar nicht mit und kommentiere einfach nur. Muss man alles mal sehen, wie wir es machen. Ist auf jeden Fall jetzt schon mein favorisierter Club hier. Und ja, da können wir dann so Clubveranstaltungen planen. Im Forum gibt es auch schon den ersten Thread. Regel 1, hier spricht über den abgefahrenen Club. Natürlich ein bisschen geklaut von Fight Club. So, und ja, kommt mal alle ran hier, ne? Ich warte voller Freude auf euch. Da kannst du hier noch Fotos streamen und Nachrichten, da habe ich noch gar nicht alles reingeguckt. Da gehen wir auch erstmal wieder raus, weil wir müssen in die Garage. Dort befindet sich ein neues Gefährt, nicht der Z4, sondern, wenn ich das mal eben sortieren darf, nach Gebrauchsdatum ist schon. Da, Nummer 1, GTR Nismo. Oh, kann man sich auch wohl antun und anhören, war auf jeden Fall gratis. Und so sieht das gute Stück aus hier. Wenn es der mal lädt, jawohl, schönen matten Lack habe ich mir da ausgesucht. Aber es gab noch eine andere Karre, das habt ihr natürlich schon richtig gesehen. Und zwar ist das der M4 M Performance Paket Edition. Und wie ihr schon seht, wie ihr jetzt gleich noch besser seht, hat der schon ein gewisses Tuning bekommen. Und die Lampen oben drauf und auch vorne unten an der Lippe. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, Leute? Ich habe die Felgen ein bisschen größer gemacht und ähnliche M-Felgen ausgewählt. Das heißt, da steckt schon ein bisschen Tuning drin. Leistungsmäßig habe ich den, glaube ich, auch ein bisschen getuned schon. Einfach nur, um es auszuprobieren. Und da bin ich auf den Driftgeschmack gekommen, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Wir gehen in ein Driftrennen, dann gehen wir in die Weltstrecken. Und dort müsste doch dann Suzuka zu finden sein, die ja jetzt aktualisiert wurde. Da ist sie doch. Gibt es da jetzt eine extra Suzuka 2014er Variante? Ach ja, da tatsächlich. Ja, nehmen wir doch die einfach mal.
und dann das M4 M Performance bla. Komplette Runde nehmen wir natürlich auch. Ich hatte immer Probleme, in der Cockpit-Perspektive zu driften bei Gran Turismo 6, weil das Lenkrad nur maximal 90 Grad anzeigt im Spiel, wie der Fahrer lenkt. Ja, und ich habe aber... War eine Mücke. Ich habe aber natürlich 900 Grad zur Verfügung und das hat mich immer verwirrt. Jetzt nehme ich aber einen kleinen Trick und gehe einfach in die Motorhaubenperspektive und dann werdet ihr schon sehen, wie gut das funktioniert. Da müsst ihr eigentlich noch richtig eingestellt sein, da können wir direkt loslegen hier. Ja, und ihr müsst mir dann sagen, welche Änderungen euch im Vergleich zur alten Strecke auffallen, auch was Suzuka angeht. So, wir nehmen diese Perspektive. Ich kann ja mal eben umswitchen. Das ist schon mal richtig geil, dass er einfach mal leuchtet, sowohl vorne unten als auch oben auf dem Dach. Anständig Qualm macht er auch und ihr hört schon, es klingt nicht ganz so geil. Und jetzt guckt euch mal bitte dieses hässliche Cockpit an. Jetzt mal ohne Scheiß, wie kann man denn solche Texturen fürs Armaturenbrett oder fürs Tacho und für ein Drehzahlmesser reinhauen? Ah, naja, egal, das ist... Hört ihr das? Hört ihr das? Es klingt, als würde man... in einem ganz schlechten Badezimmer-Effekt von seiner scheiß Soundkarte, als würde man damit rumspielen. Ich weiß echt nicht, was das soll. Und das hat mich in diese Kameraperspektive getrieben. Und da habe ich gemerkt, oh ja, driften klappt ja doch. Und genau das machen wir jetzt. Ja, ey, der Sound, Leute. Ich weiß echt nicht, was da los ist in Gran Turismo. Da kann man sich nur für entschuldigen. So, aber dafür muss man sich auf keinsten Fall entschuldigen. Das geht nämlich so Sahne. Ich weiß nicht, warum ich das vorher nie gecheckt habe. Aber das ist echt ein astreines Force-Feedback. Wenn man auf Driften in Straßenfahrzeugen steht. Wir haben hier natürlich Komfortreifen drauf. Wie gesagt, ein bisschen die Karre noch leichter gemacht. 100 Kilo, glaube ich, abgezogen. Und leistungstechnisch aber gar nichts gemacht. Ja, und ich muss ehrlich sagen, das haut wirklich schon wunderbar hin. Ich nutze auch fast meinen gesamten 900 Grad Lenkbereich. Das seht ihr natürlich gerade nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber dafür gucken wir uns dann im Nachhinein die Wiederholung an. Oder ihr habt die gerade eingeblendet, so rum. Da könnt ihr dann immer so ein bisschen sehen, wie gerade der Lenkeinschlag ist. Und es fühlt sich sehr realistisch an. Was das Verhalten im Drift angeht und wie man den Lenkeinschlag dosieren muss, um auch schön sanft aus der Kurve wieder rauszukommen. Die Probleme habe ich nämlich noch bei Assetto Corsa. Da kommst du zwar in den Drift, kannst den auch halten in der Kurve, aber beim Rauskommen wird man dann mega hackelig und unsanft. Ich muss ja immer nur von mir sprechen. Das geht hier alles ein bisschen schöner, da hat man etwas mehr Zeit. So, sind wir schon bei 10.000 Punkten. Eine Runde. In der ersten Runde, so. Fahren wir denn hier? Ja, das ist auch noch ein bisschen scheiße. Wir haben die weiße Lackierung. Ich glaube, eine andere kann man noch gar nicht auswählen bei dem M4M Performance Edition. Und da sieht man natürlich ganz, ganz schlecht, wie schnell wir fahren. 170, 180 gerade. Aber die Anzeige verschwindet förmlich in der Lackierung. Ich habe mir echt überlegt, eine Lenkrad-Cam mal aufzubauen. Genau dafür, weil ihr ja nun mal jetzt nicht seht, wie das Lenkrad steht. In Assetto Corsa und in Project Cars ist es Wumpe, weil da sind die Bewegungen größtenteils synchron. Aber das hat nicht wirklich hingehauen. Ich habe da noch keinen guten Kameraständer für gefunden oder überhaupt irgendwas, wo ich meine Webcam dran anstöpseln könnte, was irgendwie eine gute Perspektive darauf gibt. Obwohl, jetzt fällt mir gerade mal ein, wo ich das Mikrofon so sehe, das müsste ich nehmen und dann müsste ich vielleicht nachkommentieren oder so.
Ja, ich hätte normal driften sollen ohne diese Punkte. Entschuldigt, dass das jetzt die ganze Zeit rappelt hier. Weil man kann natürlich auch im normalen Modus driften, da muss man nicht extra die Driftversion für auswählen, den Driftmodus. Hier fehlt dann vielleicht doch ein bisschen Power. Ich hatte da erst einen Turbolader drauf. Da hat man aber in dieser Ansicht dieses Ablassgeräusch so krass laut gehört, als ob dir jemand ins Ohr pustet. Und da habe ich gedacht, nee, dann müssen wir wieder wegmachen. Also ich weiß nicht, was da los ist im Sound von Gran Turismo 6. Die haben eigentlich eine sehr schöne Voraussetzung, eine sehr schöne Basis. Wenn man vorm Rennen noch Einstellungen ausführt oder so, und dann hört man sein Auto ja auf der Strecke rumfahren. Das hört man so ewig lange und der Reverb klingt gut und das ganze, die ganze Geräuschkulisse hat einen schönen Hall und alles, das passt wirklich. Aber dann hörst du diesen Motorensound und dieses Gesäusel die ganze Zeit und das versaut wirklich alles. Wir sind jetzt komplett von der Strecke gekommen, aber macht gar nichts. Boah. Passt noch. Traktion im dritten Gang nicht vorhanden. So viel Qualm. Oh. Ja, das müssen wir uns in der Wiederholung angucken. Ja, 15.000 Punkte. Macht das mal nach. Ich werde mal hier anhalten und mal eben die Wiederholung aufzeichnen, damit wir die gerade gesehen haben. Ne? Das macht doch Sinn. Bis gleich. So, ich wollte euch natürlich noch was zeigen. Wir gucken mal hier in die Anpassungsteile rein. Und da sehen wir was? Zusätzliche Anzeigen. Wie geil ist das denn bitte? Ich meine, wer hätte gedacht, dass das dabei ist? Also ich hätte es auf jeden Fall nicht gedacht. Wir gucken uns mal eben das in Anführungszeichen schöne Cockpit vom M4 an. Oh geil, das wusste ich gar nicht, dass man hier so reinzoomen kann. Da sieht man die unschöne Textur noch ein bisschen besser. Aber jetzt können wir hier eine Boost-Anzeige schwarz zum Beispiel hinflanschen. Und die passt da oben hin. Oder aber auch noch ein Drehzahlmesser in weiß oder so. Und dann können wir hier noch einstellen, ob der bis 10.000 oder bis 12.000 Umdrehungen drehen soll. Ziemlich geil. Was können wir denn noch nehmen? Treibstoffanzeige wäre für uns praktisch, weil wir schon öfter leer gelaufen sind. Was ein Voltometer ist, bin ich mir gar nicht so im Klaren. Ach so, natürlich für die Stromspannung, denke ich nochmal. Ja, das ist Strom. Öldruckanzeige ist auch noch ganz cool. Hier können wir überall nichts einstellen. Tachometer können wir... Oh, geil. Meilen oder aber auch von 0 auf 420 oder von 0 auf 200. Ja, das ist schon echt ein bisschen cool. Gefällt mir wirklich gut. Was nehmen wir denn mal? Eine Boost-Anzeige. Turbolader haben wir drin, glaube ich, ne? Dann noch verschiedene Währungen. Kilogramm pro Quadratzentimeter. Bar. Hektopascal. Ne, Kilopascal. Was ist denn das? Keine Ahnung. Wir nehmen einfach die Standard-Boost-Anzeige in schwarz und dann vielleicht noch eine Wassertemperaturanzeige in weiß. Die kommt nämlich da links hin. Jetzt können wir hier noch hingehen und die Farbpalette bestimmen. Und sagen, dass das gelb sein soll. Außerdem können wir die Helligkeit noch runterschrauben. Okay, leider nicht hoch. Aber natürlich komplett den Farbton hier frei bestimmen. Und das finde ich schon eine wirklich sehr geile Sache. Die machen wir am besten rot, so wie er war. Das passt gut. Obwohl blau ist auch ganz geil. Nehmen wir mal blau. Bin ich mit einverstanden. Ach, Nachtmodus können wir doch auch noch einmachen, ne? Ja, sehr schön. So, dann montieren wir das Ganze. Ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich wollte es jetzt mal eben zeigen. Oh, und diese Ansicht kenne ich auch nicht. Schade, dass es so schnell weg ist, aber das war der Showroom quasi. Ja, hätten wir das auch. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal die Sierra Zeitrallye an. Die ist ja auch neu. Da klicke ich direkt mal drauf. Außerdem stelle ich mal eben meinen Controller wieder um natürlich. So. Und dann kann ich hier den Rest mit dem Lenkrad machen. Was ist das hier? Training...